Im Büro überträgt der Elektromeister Tesch die Daten der Messung in den Rechner. Für den Kunden Kove wird ein Messprotokoll erstellt. Somit kann er die gemessenen Werte ersehen. Beim Kunden wird dieses Messprotokoll vom Meister erläutert. Er weist darauf hin, dass alle Messungen der Norm entsprechen. Des Weiteren erhält der Kunde die Rechnung. Nach Übergabe der Protokollmappe verabschiedet sich der Meister vom Kunden. Der Kunde Kove kann nun endlich sein Fernsehprogramm genießen. Mit dem Eingang der Zahlung beim Elektrobetrieb ist der Auftrag abgeschlossen.